Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem prazničnem koncertu. Liebe Gäste, seien Sie gegrüßt und herzlich willkommen zu unserem heutigen Festkonzert. Leto je spet prehitro naokoli in globoko smo že zakorakali veseli december. Čas, ki ima svoj poseben čar. Vse se blešči, omamno diši, kljub hladnemu vremenu nam je vedno toplo pri srcu, in zvok božičnih pesmi odmeva iza vsakega vokala. Tudi mi vam bomo danes pesmijo in glasbo pričarali praznično vzdušje. Zato vam želimo prijeten večer. Viel zu schnell ist das Jahr wieder vorbei und wir befinden uns bereits mitten im Dezember. Es ist eine Zeit mit ganz eigenen Charme, alles funkelt, die Gerüche sind berauschend und der Klang von Weihnachtsliedern er tönt an jeder Ecke und erwärmt unsere Herzen. Auch wir werden sich heute verzaubern und Ihnen eine festliche Atmosphäre mit Gesang und Musik bieten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Thank you.
Najlepša voščila pride iz srca. Stkana so iz dobrih misli, želja, ljubezni in hvaležnosti. Die besten Wünsche kommen aus dem Herzen, gewoben aus guten Gedanken, Wünschen, Liebe und Dankbarkeit. Voščila so več kot le besede. Z njimi se povezujemo, sočustvujemo in ustvarjamo lepše trenutke. Imajo čarobno moč. Nadihujejo in polepšajo še tako siv dan. Die schönsten Glückwünsche sind mehr als nur Worte. Sie sollen vermitteln, mitfühlen sein und Momente verschonen. Sie haben die magische Kraft zu inspirieren und selbst trübsten Tag zu erhellen. Spoštovana ravnateljica, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni, spoštovani gospod župan občine Šentilj, magister Štefan Žvab, prodekan Igor Ignacij Novak, ravnatelj partnerske šole iz Arnfilsa, gospod Herbert Kribernek in gospod Ernst Körbler, gospod podžupan Arnfilsa, Robert Hirš. Pozdravljeni vsi navzoči, še posebej pa nastopajoči in njihovi mentorji. Konec koledarskega leta je ponavadi tisti čas, ko se ozremo nazaj in delamo zaključke, kaj je bilo dobro in kaj bi bilo potrebno popraviti. Slovenci smo pri hvalah zelo previdni. Težko najdemo pozitivne stvari. Prevečkrat nam gredo bolje od rok pritoževanja in iskanja negativnih stvari. Pa poskusimo danes drugače. V sebi, partnerju, otrocih, sorodnikih, sosedih, znancih, šoli, službi in še čem poskusimo poiskati tri dobre lastnosti. Ni lahko, ne? Se je treba kar potruditi. Pa ne, da jih nimajo. Ne znamo jih poiskati, ne znamo jih obesediti. Ogromno jih je. Je deloven, prijazen, pošten, govori resnico, je razgledan, se trudi delati v dobro ljudi, je organiziran, neguje slovenski jezik, pozdravlja in še in še in še. Danes ne bo težko poiskati lepih besed, se so naši učenci in učenci iz Anfelsa z njihovimi mentori pripravili čudovit program. Pričarali vam bodo vzdušje, ki naj vas spremlja na poti domov in še kakšen dan naprej. Liebe Freunde aus Anfels. Jedes Jahr freuen wir uns auf den magischen Dezember und auf unsere Zusammenarbeit. Heute denken wir nur über das Gute, darüber, was unsere Freunde, Eltern, Nachbarn glücklich macht. In dieser Zeit ist das nicht so einfach, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken und sich um Menschen, die uns umgeben, zu bemühen. Jetzt werden wir uns dem musikalischen Schaffen der Kinder aus Schentil und Arnfels überlassen. Ein großes Dankeschön an alle, die bei der Organisation des heutigen Abends mitgemacht haben. Dragi sodelujoči, beseda hvala ni veliko, je pa iz srca. Lepe praznike želim vsem. Ja,
Zaupali vam bomo prav poseben recept za uspešno leto 2024. Sie wollen das Rezept für ein erfolgreiches Jahr 2024. Wir werden es Ihnen anvertrauen. Vzemite 366 dni, jih očistite sebičnosti, nejevolje, malenkosti in strahu. Vsak dan posebej potrebujete eno do dve tretjini veselja in humorja. Dodati morate še tri zrhane žlice optimizma, žličko strpnosti in ščepec obzirnosti. Vse to prelite z ljubeznijo. Pripravljeno okrasite še šopki majhnih pozornosti in postrezite z vedrino. Nehmen Sie 366 Tage und befreien Sie Sie von Egoismus, Unmut, Kleinigkeiten und Angst. Seien Sie optimistisch, tolerant, fröhlich und freundlich.
Pustite, naj stvari prihaja same od sebe, kot jutro in dan, kot večer in noč. Lassen Sie Dinge von sich selbst kommen, wie den Morgen, den Tag, den Abend und die Nacht. Pustite tudi, da stvari utečejo kot voda in čas. Prihodnost se ponuja kot odprta dlan, za pričakovanje, dejanje ali le za sanje. Lassen Sie auch Dinge wegfließen, wie auch die Zeit und das Wasser wegfließen. Die Zukunft bietet sich wie eine offene Hand an, für Vorfreude, Taten oder nur fürs Träumen. Thank you.
glasba, jezik je sveta, vsakdo jo razume, naj napolni srca vsa, ljubezni lačne ume. S pesmijo je lepši dan za vse, z njo smo bogatejši, z vetrom zdaj zaplešimo. Če verjamemo v čudeže, jih lahko srečamo vsak dan. Čudež smo ljudje, majhne pozornosti, uresničene želje, predvsem pa prijateljstvo. Wenn wir an Wunder glauben, können wir ihnen jeden Tag begegnen. Menschen sind ein Wunder. Kleine Aufmerksamkeiten und erfüllte Wünsche sind Wunder. Und insbesondere Freundschaft, die ist ein Wunder. V naši sredini zato z veseljem pozdravljamo člane šolskega orkestra z dirigentom in goste iz Neue Mittelschule Arnfels. Naše dolgoletno prijateljstvo in sodelovanje je preraslo tradicijo in vsako leto znova se družimo na koncertu, kjer se pogovarjamo v jeziku glasbe. Dobrodošli spet pri nas. Deshalb freuen wir uns, Mitglieder des Schulorchesters, mit den Dirigenten und Gästen der Neue Mittelschule Arnfels in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Unsere langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit ist zu einer Tradition geworden. Jedes Jahr treffen wir uns wieder bei einem Konzert, bei dem wir uns in der Sprache der Musik unterhalten. Willkommen zurück bei uns. Herr Kriberneck, wir bitten Sie, ein paar Worte zu sagen. Sehr geehrte Frau Direktor,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Pfarrer, liebe Eltern und vor allem liebe Schüler und Schülerinnen aus Arnfels und Schentil. Weihnachtskonzert in Schentil, wie immer ein Ohrenschmaus. Die Freude über diese schönen gemeinsamen Augenblicke ist riesengroß. Und ich gratuliere allen Beteiligten zu diesen großartigen Leistungen. Den wunderbaren Sängerinnen und Sängern aus Schentil, den Musikern aus Arnfels und aus Schentil und vor allem auch den hervorragenden Lehrern und Lehrerinnen, die viel Zeit und Energie in dieses Projekt investiert haben. Die leuchtenden Augen der Schüler und Schülerinnen, aber auch der stolzen Eltern, zu Recht stolzen Eltern, sind unbezahlbarer Lohn für diese Mühen. Und so darf ich als Schulleiter der Mittelschule Arnfels allen Schülern und Schülerinnen und allen Eltern, Lehrern und Lehrerinnen aus den beiden Orten in freundschaftlicher Verbundenheit, im Besonderen Frau Direktor Michael Zerfeis, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2024 wünschen. Vse najboljše, veseo Božič in srečno novo leto 2024. Ein wenig mehr Slowenisch werden Sie noch von meinem Herrn Vizebürgermeister Robert Hirsch aus Arnfels hören. Der hat sogar nicht nur einen Satz, sondern glaube ich sogar drei Sätze vorbereitet. Bitte. Sehr geehrte Frau Direktor, sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gäste, liebe Organisatoren dieser Veranstaltungen und natürlich liebe Kinder aus Schentil und aus Arnfels. Im Namen der Marktgemeinde Arnfels darf ich Ihnen sagen, dass wir große Freude mit dieser Schulpartnerschaft haben, die seit vielen, vielen Jahren schon besteht, hoffentlich auch noch sehr lange bestehen wird. Ich bin heute von zu Hause weggefahren. Meine Tochter Anna ist 34 Jahre alt, hat mich gefragt, wo ich hinfahre. Habe ich gesagt, kennst du eh nicht, erzähle ich dir morgen. Hat sie gesagt, na, sag mir, wo fährst du hin? Dann habe ich gesagt, ich fahre nach Schentil. Was tust du dort? Ich habe gesagt, ich fahre zu einem Konzert der Schulpartnerschaft an fürs Schentil. Dann hat sie gesagt, habe ich schon vor 20 Jahren dort gesungen. Also so lange funktioniert das, Gott sei Dank schon. Ich glaube 25 Jahre, habe ich, wenn das stimmt. Also wir versuchen auch in Arnfels, wir freuen uns natürlich schon sehr auf Arnfels wieder, wir unterstützen auch die neue Mittelschule mit dem Direktor Herbert Kriberneck, mit allen Mitteln, die wir in der Gemeinde zur Verfügung haben. Wir freuen uns sehr über diese Kontakte, über die Grenze. Wir bemühen uns auch immer wieder, auch andere Kontakte herzustellen. Wir haben eine Schulpartnerschaft auch noch mit der neuen Mittelschule, mit der Gemeinde Mutter im Trautal. Das funktioniert auch sehr gut. Es gibt seit voriges Jahr bei uns eine Damenrunde, die sich zusammengetan hat mit Damen aus Arnfels und Umgebung und Damen aus dem Trautal, vorrangig aus Radlie und Mutter. Die treffen sich von Zeit zu Zeit und machen verschiedene Veranstaltungen aus. Ein Treffen ist in Slowenien, eines ist in der Steiermark, funktioniert auch ganz gut. Wenn ich dazu nach links schaue ich die Miriam, die auch in dieser Runde ist. Ich glaube, das funktioniert wirklich toll. Gell? Wir haben eine Radveranstaltung voriges Jahr in Arnfels auf die Beine gestellt mit einem Ziel in dem slowenischen Dorf Kapla in der Gemeinde Podvelka. Funktioniert auch sehr gut und wir haben noch einige andere Ideen. Ich glaube, es ist gut so, dass wir so zusammenwachsen und es ist wirklich machbar, so kulturell, gesellschaftlich wirklich zusammenzuwachsen und viele, viele Dinge gemeinsam zu machen. Und daran arbeiten wir auch in Arnfels und ich glaube in der ganzen Grenzregion und sind stolz drauf. Ich kann leider Gottes kein Slowenisch. Mein Vorredner, der Herr Direktor, ich weiß nicht, wo der spricht, der fließend, das ist ja unglaublich. Aber ich möchte mich auch noch auf Slowenisch verabschieden, aber möchte mich schon jetzt für meine Aussprache entschuldigen und für diese Fehler, die sich jetzt da einschleichen werden.
aber ich bemühe mich jetzt. Tragi otroci, tragi stasi, in trago vodstvo. Najlepša vaula sa povabilo, nada čutovito priredite. Sem šelim lepe posične prasnike in se na viloše, fa leto 2024 lepe postrave iz San Felsa. Thank you.
Naj bo Božič miren in prijazen, poln iskrenih misli. Naj bo nasmeh najlepši božični okrasek in objem najlepše božično darilo. Möge ihr Weihnachten friedlich und freundlich sein, voller aufrichtiger Gedanken. Ein Lächeln soll die schönste Weihnachtsdekoration und eine Umarmung das schönste Weihnachtsgeschenk sein. Thank you.
Želimo vam čudovite praznike, veliko nasmehov, objemov, topline in veselja. V novem letu pa nosite srečo vedno s seboj in jo podarite tudi drugim. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit, viel Lächeln, Umarmungen, Wärme und Freude. Möge Glück im neuen Jahr Ihr Begleiter sein. Srečno!